Herzlich willkommen an alle Juristen und angehenden Juristen. Mein Name ist Henrik Heinze und ich möchte heute mit Rechtsanwalt Mario Kratz über die Tücken des Jurastudiums und des Referendariats sprechen. Wie sieht eine optimale Prüfungsvorbereitung aus und welche Rolle spielen Repetitorien dabei? Mario, schön, dass du hier bist. Hallo Henrik. Kaum ein Referendariat oder kaum ein Studiengang ist so eng mit Repetitorien verknüpft wie derjenige der Rechtswissenschaften. Ganz bewusst provokativ gefragt. Ist der Erfolg der kommerziellen Repetitorien nicht in gewisser Weise ein Armutszeugnis der universitären und staatlichen Ausbildung? Oder sind Jurastudenten einfach zu doof, um alleine zu lernen? Es ist definitiv so, dass eine Ursache dessen ist der krasse Stoffumfang. Ja, wir haben sehr viel zu lernen und auch wir müssen innerhalb von 2 bis 3 Wochen am Ende, 2 bis 3 Wochen Prüfungsphase, den kompletten Stoff von 4,5 Jahren Studium auf der Kette quasi haben. Ja, das ist einer der krassen Ursachen. Dann natürlich die Struktur der Universität. Ja, die Professoren, also die machen natürlich die Lehre, so unsere Erfahrung, ja, auch von den Studenten, die wir hier haben und Referendaren, die machen zwar die Lehre, schreiben aber nebenher auch viele Bücher, veröffentlichen viel in Zeitschriften, ja, eben Aufsätze und so weiter. Das heißt, der reine Fokus liegt definitiv nicht nur auf dem Unterrichten. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt die ganzen Repetitorien, ich will da uns hier gar nicht im Speziellen nennen, sondern allgemein die Repetitorien eben anders machen. Die Dozenten unterrichten eben 5, 6 Tage die Woche von morgens bis abends Studenten und bereiten auf die Examen vor. Und es ist irgendwie denklogisch so, dass man da eben doch deutlich besser wird, ja, als eben dass die Professoren rüberbringen. Und es ist halt so, die Professoren sitzen auch, ja, das soll jetzt auch keine Kelle hier sein an die Universität, aber es ist einfach Fakt, die sitzen ja ihr ganzes Leben auf diesem Lehrstuhl, so nennt man es ja, ne? Lehrstuhl. In anderen Ländern ist das ja England, Amerika anders, da zahlt man seine Studiengebühren, da hat man tagtäglich eben Evaluationen der Professorenleistungen und wenn das nicht stimmt, dann dürfen die Professoren dort eben ihre Stühle quasi räumen und dann gibt es eben Ersatz mit Leuten, die es eben drauf haben und können, wo die Studenten sagen, ja, das läuft, weil wir zahlen ja auch die Studiengebühren hier. Ne? Anders bei uns, die Ausbildung ist umsonst, kostenlos, ja, ist völlig anders strukturiert, hat natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile irgendwo, aber die Professoren, die können sich quasi schlechte Lehrleistungen, nicht bei allen, aber bei den meisten doch eben erlauben und bleiben trotzdem auf ihrem Professorenstuhl quasi sitzen. Ja, um eins nochmal klarzustellen, weder du noch ich wollen die Institution der Universität in Frage stellen oder das Fachwissen der Professoren. Aber es scheint ja schon eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, was staatlich beigebracht wird und dem, was Gegenstand des Staatsexamens ist. Ansonsten gäbe es ja nicht so viele Studenten und Referendare, die Repetitorien aufsuchen. Diese Diskrepanz, von der ich spreche, wie hat sich die in den letzten Jahren entwickelt? Ist die zurückgegangen? Ist sie gleich geblieben oder gar größer geworden? Größer geworden, einfach definitiv. Also das, was zu meiner Zeit, also wir sind jetzt ja auch beide von den Jahren nicht so weit auseinander, aber ich sag mal, zu unserer Zeit vielleicht noch nicht so gab, war auch vor allem, dass die ersten Semester, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Semester, sich gar keine, ich sag mal, Jura-Nachhilfe irgendwie gesucht haben. Das stellen wir aber seit jetzt 7, 8 Jahren kontinuierlich fest, dass die Zahl der Jurastudenten, die schon ab dem ersten Semester sich einfach Hilfe sucht, bei uns, bei anderen Repetitorien, bei Nachhilfeinstituten, weil einfach die Masse der Studenten einfach immer mehr wird. Ja, da sitzen 400, 500 Leute einfach in den Vorlesungen teilweise. Und dass da die Lernatmosphäre nicht so toll ist, ist einfach völlig klar. Aber auch der Berufsdruck wird immer größer. Ja? Also die guten Jobs, Richter, Staatsanwalt, Großkanzleijob, ne? Das wird ja ziemlich immer propagiert. Ja, da müsst ihr 9 Punkte haben und so weiter. Und dieser Druck, Minimum, ja, und dieser Druck wird einfach immer mehr und das wissen auch die Erstsemester dann schon jetzt langsam und da suchen die sich schon ab den Erstsemestern einen Hilfe. Also es wird eher noch mehr, dass die Leute sich eben kommerzielle Hilfe suchen und es ist einfach definitiv der Fakt, ob ich jetzt nach England, Amerika gehe, nach Deutschland, überall, wo man eben private Schulen hat, wo Geld bezahlt wird, ist die Qualität der Ausbildung eben auch eine andere. Geringe Klassenstärke, Einzelunterricht, Dozenten, die sich Mühe geben, weil einfach das Gesetz des Marktes ist so, wenn ich hier schlechte Arbeit abliefere, dann sind die Kunden weg und mein Unternehmen geht hier quasi den Bach hinunter. Ja, so, diese Regel gibt es an der Universität nicht, die sind eben nicht marktorientiert und demzufolge ist auch nicht die Kundenorientierung, Kunde ist gleich Student da, anders als bei uns. Was ist denn in deinen Augen der beste Weg zum Staatsexamen? Also was kannst du denn gerade
Es gibt ja schon Unterschiede beim Anfang des Studiums, Mitte und der Finalphase. Was würdest du da empfehlen? Ja, die Wege, wir haben ja darüber auch schon mal ein Interview hier gemeinsam gemacht. Du hast ja da auch schon mal deine Meinung dazu gesagt. Ich denke, es gibt nicht den Weg jetzt hin. Es ist ja individuell nachher auszugestalten. Natürlich gibt es auf der einen Seite die Leute, sind wenige, aber es gibt sie, die sich alleine komplett fokussiert vorbereiten können, die alleine ihren Weg finden, die alleine sich motivieren können, sich jeden Tag kontinuierlich 8 Stunden hinzusetzen, die alleine motiviert sind, sich einen Stundenplan aufzustellen, die alleine motiviert sind, diesen Plan auch kontinuierlich einzuhalten und zu kontrollieren, ob sie auch da stehen nach Wochen, Monaten des Lernens, wo sie eben stehen wollen, auch selber kontinuierlich Klausuren schreiben. Sind aber eher die wenigsten. Ich glaube, die meisten, ist ja so in Deutschland, ca. 90% der Jurastudenten suchen sich eben ein Jurarepetitorium, die brauchen diese feste Struktur, die Stoffstrukturierung dieser dezente, leichte, freundliche Tritt in den Hintern, ja, mach doch mal was, wenn du das und das nicht machst, dann kommst du hier nicht zu deinem Ziel hin. Psychologische Unterstützung eben auch, ne, mit und klar, diese feste Struktur, die wir hier einfach bieten, ich glaube, das ist das, was 90% der Studenten einfach brauchen, ja, das kann man einfach so sagen. Ich kann es ja aus meiner eigenen Erfahrung nochmal sagen, meine eigene Examensvorbereitung zum ersten Examen sah ja auch so aus, ich habe mit einem guten Freund von mir alleine gelernt. Und 5, 6 Monate vor dem Examenstermin, da haben wir beide irgendwie solche Fragezeichen noch im Kopf gehabt. Er wollte es einfach nicht, damals, weil er meinte, alleine klarkommen zu können. Ich habe mir dann Einzelunterricht damals selber gesucht. Es gab damals zu meiner Zeit zum Beispiel sowas, was wir anbieten, strukturierten Einzelunterricht noch nicht. Es gab damals einen Repetitor, der ist jetzt aber in Rente gegangen in ganz Deutschland. Da bin ich dann halt, also den ich kannte persönlich, hingegangen und habe dann mich 5 bis 6 Monate da fit machen lassen. Ne? Also 60, 70 Zeitstunden Unterricht, was ich dann nochmal genommen, weil ich hatte noch so viele Fragen einfach offen, die ich geklärt haben wollte. Da wollte mit jemandem darüber professionell reden. Das ist auch so ein bisschen bei mir haften geblieben, weil es dann eben wirklich sehr gut funktioniert hat. Ja, das ist natürlich dann auch teurer als Gruppenunterricht und Einzelunterricht, aber am Ende hat man es ja wahrscheinlich, da kannst du gleich was sagen, hat man es ja schnell wieder raus, weil der Unterschied zwischen 7 Punkten, da hattest du ja vorher schon angedeutet, und 9 Punkten, der ist halt auch auf dem Gehaltscheck, der ist enorm. Ist enorm, ne? Und das ist halt so, du hast zwar eine Investition von, je nach Stunden, was du eben buchst, 4, 5 bis 10, 15.000 Euro, ob du die komplette Examensverwaltung machst, je nachdem, was du halt für ein Stundenpaket eben buchst, ja. Aber du musst dir im Klaren sein, jeder Punkt mehr in der Examensnote macht sich nachher 2.000 bis 3.000 Euro mehr Monatsgehalt aus, wirkt sich das aus. Und wenn du das eben hochrechnest auf ein Berufsleben, nachher ist die Rendite nachher von 10.000 Euro mal investiert in ein Repetitorium zu, ich habe dann mal pro Jahr 30.000, 40.000 Euro mehr Gehalt pro Jahr, mal, was weiß ich, 35 Berufsjahre gerechnet. Das ist eine Rendite. Ja, wer weiß, wann wir in Rente gehen dürfen. Das wissen wir doch wahrscheinlich gar nicht. Ich überlege mir schon, wenn ich mit 67 in Rente gehen müsste, würde ich wahrscheinlich zu Hause durchdrehen. Ich werde wahrscheinlich über sie Umfalle arbeiten. Ja? Alleine schon, weil mein Geist sonst müde wird. Ja? Ich würde wahrscheinlich mit 80 noch sehen, dass ich Unterricht mache. Aber das ist eine andere Frage. Was rätst du eigentlich Studenten, die in eine echte Lernkrise geraten sind? Eigentlich auch Referendaren. Auch die haben das ja normal, dass sie Momente haben, wo sie gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Man fühlt sich überfordert, es geht nicht weiter. Und was kannst du denen Hilfreiches auf den Weg gehen oder was hast du denen schon auf den Weg gegeben? Wir haben immer wieder und gerade aktuell habe ich auch 2 Kursteilnehmerinnen aus unterschiedlichen Bundesländern, also mit denen ich auch Online-Unterricht mache per Zoom-Meeting. Die nehmen sich regelrecht noch nebenher psychologische Unterstützung, psychologische Hilfe, weil da einfach im Leben Dinge aufzuarbeiten sind, an denen können wir zum Beispiel gar nicht arbeiten. Ja? Ansonsten können wir eben Motivation verschaffen durch Erfolgserlebnisse. Das funktioniert zu 98% immer. Also dass wir zwar sagen, okay, guck mal, deine ersten 5, 6, 7 Klausuren, die du hier abgeben wirst, die werden wahrscheinlich mit 2, 3 Punkten bewertet werden. Aber beschäftige dich mit den Fehlern, wir helfen dir dabei, du wirst sukzessive besser, du musst dranbleiben, am Ball bleiben, dass du eben besser wirst und mit den besseren Noten wirst du auch mehr motiviert weiterzumachen. Und das ist eigentlich so unser Rezept, wo wir sagen, das bringt dich dann nachher nach vorne. Einen anderen Weg als diesen bitteren Weg zu gehen, sich mit den eigenen 100.000 Fehlern, die man eben so macht, zu vergegenwärtigen und diesen auch zu begegnen und sich dem auch zu stellen, gibt es einfach nicht. Es gibt keinen einfachen Weg zu einem guten Staatsexamen aus meiner Sicht. Es ist immer knallharte Arbeit. Genau, das ist auch das Wichtige. Also mit diesen eigenen
jeder hat Rückschläge, egal die besten Juristen, auch die haben in den Übungsklausuren mal sehr schlechte Punktzahlen gehabt. Entscheidend ist ja dann, was liefert man im Staatsexamen ab? Richtig, das ist auch egal, was du in den Übungsklausuren schreibst. Sollte sich natürlich in den Übungsklausuren auch schon ein dezenter Trend nach oben eben abzeichnen. Ja, und da sind wir auch immer hier ganz offen und klar und sagen ihm auch, ey, du bist halt noch nicht so weit, da sieht nicht so aus, als ob du dein Examen vernünftig bestehen wirst. Also wenn man jetzt, sagt man ja auch immer, wenn man in den Übungsklausuren im Repetitorium 6, 7 Punkte schreibt, ist zwar toll, aber dann ist es immer noch die Gefahr, da muss immer mit 1 bis 2 Punkten Abschlägen nachher im Staatsexamen nachher rechnen, die man dann auch bekommt. Ja. Das ist keine Regel, 100% immer so, aber es stimmt häufig so, dass das so ist. Also wenn ich 7 Punkte in die Übungsklausuren schreibe, dann lande ich vielleicht bei 5 Punkten oder 4 Punkten im Staatsexamen nachher. Muss nicht so sein. Deshalb sollte man schon, wenn man jetzt Prädikat schreiben möchte, wirklich zusehen, dass man 10, 11 Punkte kontinuierlich durchschreibt in die Übungsklausuren. Dass ich halt wenigstens 8 bis 9 Punkte im schriftlichen Teil schreibe und mit der mündlichen Prüfung dann vielleicht dann auf meine 9, irgendwas Punkte dann nachher idealerweise komme. So ist ein ordentlicher Weg einfach aufgezeichnet. Ne? Eine Frage noch zum Abschluss. Würdest du Abiturienten, die auf der Suche nach dem richtigen Studiengang für sich sind, das Jurastudium empfehlen? Auf gar keinen Fall. ist eine Frage, was man persönlich einfach möchte. Also erstmal, wie bin ich persönlich strukturiert? Also wenn ich jetzt naturwissenschaftlich orientiert bin, natürlich nicht. Aber wenn ich die Affinität zur Sprache habe, wenn ich die Affinität zu ja auch politischen Themen habe, wenn mich gesellschaftliche Dinge drumherum interessieren, wie die Gesellschaft an sich funktioniert, auch wirtschaftliche Themen, dann ja. Und vor allem meine Erfahrung ist, du kannst mit dem Jurastudium nachher relativ viel machen. Du musst ja nicht nur Anwalt sein oder Staatsanwalt oder Richter, sondern du kannst auch Boss eines großen Wirtschaftsunternehmens nachher werden zum Beispiel. Weil durch diese juristische Grundlagenausbildung hast du Einblick in alle Lebensbereiche. Und da kannst du nachher speziellerweise, wo du dich nachher befindest, draufsatteln und dir natürlich durch Fachanwaltsausbildung zum Beispiel Spezialthemen eben anschauen. Und da gibt es halt vielschichtig, auch man kann auch Politiker werden. Ja, wenn man Masochist ist, nicht wahr? Ja, wenn man Masochist ist. Also kam für mich nie in Frage, ja, Politiker zu werden. Aber da muss man einfach persönliche Affinitäten haben. Wir haben ja auch Studenten, die sind jetzt schon in irgendwelchen Parteien drin, engagieren sich da, soll alles sein und funktionieren. Aber wenn man Politiker werden will, ist natürlich auch Jura sehr sinnvoll, weil man dann schon mal die ganzen gesetzlichen Strukturen auch kennt. Ja, und auch weiß, worauf es ankommt. Und die Argumentationsstrukturen. Ja. Genau, wenn man nicht die Bevölkerung dann wieder ein bisschen hinters Licht führen möchte, dann ist wieder ein anderer Weg. Das sind ja die dunklen Strategien. Ne? Aber wir als Juristen, wir müssen ja hier vor Gericht und auch in den Examensklausuren ganz klar argumentieren lernen. Und das hilft natürlich, dieses logische Aufbauen von Argumenten, da in vielen Bereichen des Lebens später auch besser klarzukommen. Ne? Danke für das Gespräch. Alles klar. So, gerne. Das soll es für heute dann auch erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, kennt ihr das alte Spiel bei YouTube. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, läutet die Glocke. Und wenn ihr Anmerkungen, Wünsche für zukünftige Beiträge habt, schreibt das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Mal.